Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Ich bin in Gori angekommen, Auto steht an der Unterkunft. Gar nicht so weit entfernt ist jetzt hier das Stalin-Museum. Hinter mir ist irgendwie so ein Überbau. Ich glaube, das ist Stalins Geburtshaus, einfach überdacht worden, überbaut worden, nachgebaut worden. Das muss ich mal nachschauen. Das schaue ich mir an. Danach gehe ich mal in das Museum rein und werde da nachschauen, ja, was es zu sehen gibt, wie sie ihn huldigen. Denn so wie ich ja gehört habe, ist es eher eine Sache, dass sie ihn noch lobpreisen und gar nicht so kritisch mit der ganzen Sache umgehen. Eigentlich schade, denn auch er war ein Diktator und hat ziemlich viele Menschenleben auf dem Gewissen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich hier, ich schaue es mir an, weil wenn man nicht reingeht, dann kann man sich auch keine eigene Meinung bilden. Das ist jetzt das Stalin-Museum. Interessant finde ich, dass eigentlich oben drauf die georgische Flagge weht, obwohl sie eigentlich mit Russland jetzt gar nicht so viel zu tun haben. Auch wenn es der Sohn der Stadt war, ja, ist es doch irgendwie ein bisschen komisch. Naja, schauen wir mal an. Wir gehen rein. Also hinter mir war die Kasse. An der Kasse habe ich jetzt 15 Lari bezahlt. Das sind irgendwas 6 Euro, schätze ich mal. Und ja, jetzt geht's hoch zum Diktator Stalin. Und da ist er schon mal. So wie ich vorher gelesen habe, hat man das hier schon gebaut, ja, zur UdSSR-Zeit, um ihn zu huldigen. Ja, danach ist natürlich die Geschichte, hat sich ein bisschen geändert. Jetzt ist es halt ein Museum und die 15 Lari nehmen sie wahrscheinlich ganz gerne mit. Ja, ach, schauen wir einfach mal an, wie es ist. Hier geht's rein.
Und das finde ich jetzt schon ganz schön krass hier irgendwie. Diese, ja, wie soll ich sagen, Huldigungsstätte, Grabstätte, was es auch immer sein mag. Ich bin nicht der Einzige, der sich hier das Stalin-Museum scheinbar anschaut. Die meisten, die allerdings hierher kommen, das sind Russen. Und da würde ich ja gerne mal wissen, ja, was die Intention ist, ob sie ihn huldigen oder wie auch immer. Und das würde mich wirklich interessieren. Ja, jetzt gibt es hier unten am Aufgang noch so eine ganz kleine, wirklich ganz, ganz kleine Sache, die scheinbar auf die Gräueltaten hinweist. Und zwar sieht es dann so aus, da steht so drei Zahlen. Es gibt ein paar Bilder aus dem Straflager scheinbar. Hier die Erschießungskommandos da sind und das war es eigentlich auch schon. Sowas nennt man dann auch Aufarbeitung auf Georgisch. Also das könnten sie eigentlich auch ein bisschen besser, denke ich mir mal. Und das sollten sie auch ein bisschen besser, denn immerhin haben sie ja wirklich hier ja auch Angst vor Russland, gerade jetzt, wo der Ukraine-Krieg stattfindet. Ist das Land ja schon ein bisschen gespalten mit seinen Verbindungen zu Russland. Also da finde ich, was man hier jetzt gerade so sieht, links und rechts, das ist Aufarbeitung. Ich denke mir, das geht wirklich besser. Ja. Wenn ich draußen bin, dann schauen wir nochmal nach einem kleinen Fazit. Ja, jetzt bin ich draußen an der einen Seite. Also wenn man davor steht, links, steht hier noch so ein Wagen Stalins, mit dem er rumgefahren ist. Ich glaube, in den kann man auch reingehen. Und schaue ich mir jetzt auch noch mal an, inwieweit, ja, was man da so sieht. Die Küche, ein ganz wichtiger Ort. Und yes, Ticket. Ah, Ticket, yes. Ja, ja, I had. Ja, und hier. Ja, auf alle Fälle. Reisen konnte man schon mal in dem Wagen, schon ganz schön. Es gab Küche, gab schöne. Oh, hier sogar ein Badezimmer. Also reisen konnte man schön hier drin. Hier gab es sogar noch eine schöne Couch. Ja. Und hier der kleine Essbereich. Konferenzbereich, wie auch immer. Aber da nutze ich einfach mal hier die Gelegenheit, um ein kleines Fazit vom Museum zu ziehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel verstanden, weil alles nur in Russisch ist oder in Georgisch. Ist halt schade. Es wird wirklich sehr Stalin verherrlicht, denn der kleine Raum, der am Ende da war, das ist eher wirklich eine Schande, auch gerade finde ich für Georgien, dass man das nicht besser aufarbeitet. Hier den Wagen, den finde ich noch ganz nett, auch schon schön zu sehen. Und naja, okay, wer mal in Gori ist, der wird wahrscheinlich auch einfach hier das Museum sich angucken und besuchen. Okay, ich denke mal, das war es jetzt hier vom Museum. Und wer noch nicht geliked hat den Kanal, dann gerne jetzt oder das Video und abonnieren. Drückt einfach auf die Glocke und auf Abonnieren. Was erwartet dich in der Folge 11?
Ich verlasse Gori und es geht nach Kutaisi. Das erreiche ich am georgischen Unabhängigkeitstag. Erkunde mit mir die Stadt und die Umgebung und sei dabei, wie die Georgier ihr Unabhängigkeitstag feiern. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat. Lass ein Like da und abonniere den Kanal. Und um keine Folge zu verpassen, drück einfach auf die Glocke. Thank you.